Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Telegram für Claras. Wie immer werden wir mit einem Interview mit Herr Rohrer starten. Heute geht es um den Neubau und das Musikprojekt am Ende des Schuljahres. Danach haben wir einige Informationen der SMV. Unter anderem werdet ihr nun endlich erfahren, für was ihr eigentlich einen Euro spendet pro Jahr. Ihr wisst vielleicht, dass es an Ghana geht, aber über welche Person und was genau wird damit eigentlich erreicht. Genau das werdet ihr heute erfahren. Dann werden sich die Schülersprecher noch vorstellen, dass ihr auch mal seht, an wen ihr euch so wenden könnt. Und wenn ihr noch Fragen an Herr Rohrer habt für das nächste TFC, könnt ihr natürlich wie immer auf csg-films.de uns Nachrichten schicken, Vorschläge und Fragen an Herr Rohrer. Guten Tag, Herr Rohrer. Hallo, Tina. Gibt es etwas, das Sie der Schulgemeinde sagen wollen, was es Neues gibt, Wichtiges? Ja, es gibt sicherlich eine ganz wichtige neue Information, denn wir haben vor wenigen Tagen beschlossen, liebe Schülerinnen und Schüler, dass es am Ende dieses Schuljahres auch wieder ein großes Musikprojekt und eine Projektwoche geben soll. Wenn ihr Näheres darüber erfahren wollt, dann freut euch jetzt schon auf die nächste Ausgabe vom Clara Telegram Anfang Januar 2013. Da werden wir euch informieren. Möchten Sie uns mehrere Sachen dazu erzählen oder ist das noch ein Geheimnis? Also natürlich brodelt schon so die Gerüchteküche und in der Tat sind die Musiker und das Team um die Projektwoche auch schon daran, die ersten Überlegungen anzustellen. Aber da müsst ihr euch einfach noch ein bisschen gedulden und gespannt sein auf die Informationen dann im Januar. Okay, gut. Ich denke, wir freuen uns alle darauf. Ja, ich mich auch. Es gab weiterhin oder viele Anfragen zum Neubau. Wann er fertiggestellt wird, können Sie uns da noch irgendwas sagen? Wo sind wir gerade? In welchem Level? Also aktuell ist es so, dass bis Ende dieser Woche sollen die Fenster eingebaut sein. Dann geht es an den Innenausbau. Und wir liegen eigentlich ganz gut im Zeitplan. Wenn es so weitergeht, das hängt natürlich auch vom Wetter ab, der nächsten Wochen und Monate, dann wird der Bau Mai, Ende Mai 2013 fertig sein. Okay, das ist schön. Würde es dann noch reichen, dass wir dieses Schuljahr schon einziehen können in die Neubau oder nicht? Also wir müssen ja dann sicherlich ihn natürlich auch bestücken mit unserem Material, mit den Schulmaterialien, den Umzug vollziehen. So richtig in Beschlag nehmen werden wir ihn erst mit dem neuen Schuljahr. Aber ich denke mal schon, dass wir so einen Versuchsballon starten werden. Also wir werden schon mal versuchsweise Klassen und Kurse rüberschicken, um einfach mal, wie sagt man, wir machen dann den Elchtest. Ne? Also. Okay. Und was genau kommt in den Neubau rein? Also was ist alles drin vorhanden an Klassenzimmer? Also werden 6 Klassenzimmer da sein und ein großer EDV-Medienraum. Die Klassenzimmer werden alle hochmodern, medientechnisch modern ausgestattet sein. Also neben der hervorragenden medientechnischen Ausstattung wird es natürlich auch Schließfächer dann in den Räumen geben, wo ihr entsprechend eure Schulmaterialien unterbringen könnt, Garderobe und so weiter und so fort. Im Neubau wird es dann auch natürlich im Eingangsbereich einen Monitor geben, ja, das ist ja auch was Neues hier an der Schule, um euch eben auch möglichst die Wege da zu ersparen, in den Altbau gehen zu müssen, um zu wissen, was steht heute Neues an. Ja. Also Eingangsbereich Neubau hängt zukünftig auch so ein Monitor dran. Ja. Okay, also im Prinzip bleibt alles beim Alten, nur dass es viel moderner ist. An Klassenfächer, an Klassen, weil wir hier jetzt auch ein Schließfächer drin haben in den Klassenräumen. Ich meine, ganz wichtig ist halt tatsächlich, man muss sich Folgendes vor Augen führen. Wir haben jetzt 483 Schülerinnen und Schüler. Mhm. Wir sind fast zur Hälfte verteilt auf den G8-Zug und auf die Aufbauzüge. Und wir platzen halt letztlich aus allen Nähten. Also wir brauchen ganz, ganz dringend einfach mehr Räume. Ja? Ja, und das wird auch insgesamt zu einer Entlastung im Altbau beitragen. Ja? Mhm. Also, wir werden einfach insgesamt viel mehr Möglichkeiten dann haben, nicht nur medientechnisch. Wie groß sollen die Klassen denn Ihrer Ansicht nach mehr werden? Denn die Schulgemeinschaft hat ja immer mehr zugenommen und wir sind ja wirklich mehr Schüler geworden. Soll es immer so weitergehen oder sehen Sie da irgendwo ein Limit? Nee, also ehrlich gesagt sehen wir allesamt, Schulleitungsteam, nicht nur ich alleine, uns da sicherlich jetzt irgendwo auch an einer Grenze angekommen. Mhm. Ja? Also, G8 sage ich, geht gar nicht mehr, weil da haben wir eher, das sind wir letztlich begrenzt auf die Einzügigkeit. Wir haben über 240 Schülerinnen und Schüler in den 8 Klassen, also von Klasse 5 bis Klasse 12, ja, da geht nicht mehr. Und auch unsere Aufbauzugklassen sind im Moment eigentlich relativ voll. Ja. Im Gegenteil, wir müssen die bewusst auch ein bisschen klein halten, weil wir ja auch immer wieder Plätze frei halten müssen, zum Beispiel fürs Internat. Ja.
Und viele Schülerinnen und Schüler, die aus dem Internat kommen, kommen ja vornehmlich in diese Aufbauzugsklassen und nicht in die G8-Klassen. Also überwiegend. Ja. Und da wollen wir ja gerne eben in den nächsten Jahren auch weiter Schülerinnen und Schüler ins Internat aufnehmen. Ja. Wie empfindest du denn die Neueinführung dieser Monitore? Helfen die dir? Also die Monitore sind an sich schon praktisch, weil man steht ja wirklich vor dem Speisesaal und schaut sich es direkt an. Und ich denke, das einzig Problematische ist gerade im Moment, dass die Schrift teilweise noch sehr klein ist und dass man sich da anstrengen muss, zu lesen. Aber sie sind wirklich nützlich. Okay. Das sind wir noch am Optimieren. Ja, da haben wir noch nicht die endgültige Form gefunden. Also wir versuchen uns täglich noch zu verbessern, ja, auch im Layout. Ja. Und sind da sicherlich noch so ein bisschen in der Erprobungsphase. Also ich persönlich finde es gut, denn der Platz ist auch richtig gut gewählt. Wie gesagt, an Mittagspausen sind da sehr viele Menschen. Die Schüler schauen da auch rauf, also wie ich es mitbekommen habe aus meiner Sicht. Okay, gut. Schon was für Weihnachten geplant? Also natürlich stehen zunächst mal die Feiertage im Mittelpunkt, die ich gerne im Kreise meiner Familie natürlich bringen werde. Da geht es sicherlich auch darum, Verwandtschaft wieder zu treffen, ja, gemeinsam sich Zeit zu nehmen, sich mal wieder auf ein Gespräch zu treffen und auch sicherlich auch das ein oder andere Gute zu essen oder zu trinken. Das gehört ja auch zu Weihnachten dazu. Und die darauffolgenden Tage werde ich sicherlich nutzen, das ein oder andere aufzuarbeiten, beziehungsweise mir eben auch sehr viel Zeit zu nehmen für alles Private, das vielleicht in den letzten Wochen zu kurz kam. Das ist schön. Wie ist es für dich? Wie feierst du Weihnachten? Ich feiere Weihnachten auch zu Hause bei meiner Familie und dann gehe ich noch Freunde besuchen und meine große Schwester. Schön. In Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit haben mich die Konzerte in Kubach und Dinglingen unglaublich beeindruckt. Wie ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euch auf verschiedene Art und Weise eingebracht habt, das war für mich wiederum CSG pur. Und das macht das Besondere unserer Schule, denke ich, auch aus. Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 2013. Wurden in letzter Zeit einige Fahrräder geklaut und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Fahrräder sicher abschließt. Mein Name ist Corinna Höfinghoff. Ich bin die Chorleiterin des Kinder- und Jugendchors Wirbelwind von Rännchen, der eine Patenschaft zu Projekten nach Ghana führt. Deshalb heißt die auch Wirbelwindprojekte Ghana. Wir betreuen dort Kinderheime seit 2003. Dazu gekommen sind wir durch eine Asylantin in Rännchen, die ich kennenlernte und begleitete in viele Probleme mit dem Rechtsanwalt, mit dem Asyl und die mich dann 2003 über einlud, sie zu begleiten nach Ghana. Ihr erster Aufenthalt dorthin führte sie zu einem Kinderheim in der Nähe der Hauptstadt Accra. Dort sah sie die Not der Kinder. Das bedeutet, die hatte keine eigenen Betten, es schliefen 2-3 Kinder zusammen in einem Bett oder auf dem Boden. Es war nicht genügend Wasser da für alle, es gab Probleme mit Lebensmittelversorgung, mit der Schule, also Dinge, die man sich bei uns ja im täglichen Leben gar nicht vorstellen kann, was dort Probleme bereitet. Ich hatte damals durch ein Chorprojekt 2000 Euro dabei,
Die Heimleitung erklärte mir, sie hätte gerne mehr Gebäude, um eben den Kindern bessere Schlafmöglichkeiten zu bieten. Und ich ließ mir dann einen Kostenvoranschlag vor Ort machen und beschloss kurzerhand ein Haus zu bauen. Mit den 2000 Euro konnte mir auf dem Heimgelände das Fundament legen. Und zurück in Rentchen ging es dann los, wie können wir Spende sammeln. Und ja, da kam das eine zum anderen. Der neuen Jahre konnte mir jedes Jahr ein Projekt verwirklichen. Also das Haus war nach 1,5 Jahren fertig. Weiter ging es mit einem Waschhaus. Nach dem Waschhaus kam die Krankenstation, die wir renovierten und erweiterten. Nach dem Waschhaus, Krankenstation, kam die Idee dazu, ein neues Kinderheim zu bauen in Adaklu. Das liegt in der Volta-Region in Ghana. Und dazu kam man durch eine Garnäherin, die uns darum gebeten hat, die ihr Grundstück dafür zur Verfügung stellte. Und somit haben wir jetzt zwei Heime. Also eins mit 140 Kindern in Bad Chase und eins mit 14 Kindern in dem kleinen Dorf Adaklu. Dazu kamen Solarbrunnen zu beiden Heimen, die wir gebaut haben, um Bevölkerung und die Heime immer das ganze Jahr mit Wasser zu versorgen. Letztes Jahr haben wir die Schule, die Junior High School im Dorf Adaklu, renoviert und komplett erweitert. Jetzt bauen wir die Zimmer aus. Es wurde eine Solaranlage dieses Jahr erstellt, um die Schule auch ans Stromnetz zu bringen. Eine Laptop-Klasse wurde eingerichtet, beziehungsweise sind wir noch dabei. Es fehlt natürlich immer wieder an Geld. Und Nähmaschinen, um den Frauen und den Mädchen im Dorf das Nähen beizubringen, was sehr wichtig ist, auch für ihre Zukunft. Ja, zu dem Großheim gehört auch eine Farm, die unterstützen wir ebenfalls. Inzwischen gibt es eine Schweinezucht, Fischteiche, da können auch die Jugendlichen die Farmarbeit erlernen, also wirklich das Handwerk bzw. den Beruf Bauer, mit dem wir nachhaltig natürlich versuchen, zur Selbsthilfe die Kinder und Jugendliche zu bringen. Wir sind immer wieder auf Spender angewiesen, ich glaube deshalb bin ich jetzt auch heute hier und rede hier, weil das Clara-Schumann-Gymnasium sich bereit erklärt hat, so eine Art Partnerschaft zu führen. Letzten Winter hatten wir Besuch von einem Lehrer von der Junior High School aus Adaklu, der Avalo. Der hat hier im Internat gelebt und hat auch den Unterricht besucht, hat viele Schüler und Lehrer kennengelernt. Von ihm soll ich übrigens auch Grüße ausrichten. Und der arbeitet in der dortigen Schule als Französisch- und Sportlehrer. Und ja, die Schule ist momentan im Zustand, dass sie kaum Stühle, kaum Lehrmaterial, eigentlich so gut wie nichts besitzt. Mein Sohn ist im Moment noch dort, der baut, lässt Tische und Stühle bauen und bis nächsten Sommer soll also die Schule auch komplett ausgestattet sein mit Hefte, Stifte, dass jedes Kind eigenes Material hat zum Schreiben. Ja, um ein Beispiel noch zu erwähnen, dieses Jahr kam neu in unser kleines Heim nach Adaklu der kleine Enam. Wir schätzen ihn auf ca. 2 Jahre. Genaues Alter weiß man selten. Es gibt meistens keine Geburtsurkunde bei den Kindern. Enam war unterernährt. Man hatte den Eindruck, er schleicht autistisch auch. Also er spricht nicht. Er brummelt eigentlich nur vor sich hin. Ist jetzt seit 3 Monaten in unserem Heim. Fängt jetzt langsam an, Kontakt aufzunehmen zu den Leuten. Er geht auf uns zu. Er hat von uns über einen Container, den wir runterschickt, einen Bobbycar bekommen. Und wird jetzt im Heim versorgt, man sieht, er lebt also richtig auf. Kosten für so ein Kind sind 30 Euro im Monat. Also man sieht, man kann wirklich mit wenig Geld ein Leben lebenswert machen und auch eine Zukunft bieten. Viele Kinder sind teilweise unterernährt auch noch. Gibt es zwar seltener in Ghana, aber doch immer wieder im dörflichen Bereich. Und auch das möchten wir unterstützen und auch dafür sorgen, das ist so ein Traum für die Zukunft, dass alle Kinder, die in die Schule gehen, auch was zu essen bekommen, weil oft ist das nicht der Fall. Also die kommen hungern in die Schule, haben dementsprechend Konzentrationsschwäche. Und der Wunsch wäre, eine Schulspeisung einzuführen. Ja, wenn wir das machen könnten, betreffe 300 Kinder in dem Dorf Adaklu pro Kind 1 Euro am Tag. Also falls jemand 1 Euro spendet, weiß ich schon, er hat einem Kind einen Tag lang mit Nahrung versorgt. Ja, ich denke, das ist ein schönes Ziel und das kann eigentlich fast jeder von uns hier umsetzen. Gehen wir einmal in eine Kneipe, trinken Bier, kostet es wesentlich mehr. Hallo, ich bin Jana Höfinghoff. Ich habe dieses Jahr Abitur hier am Clara-Schumann-Gymnasium gemacht. Viele kennen mich vielleicht noch. Und ich war jetzt diesen Sommer 3 Wochen in Ghana und ich möchte einfach auch sagen, dass man
freiwillige Arbeit in Ghana machen kann. Also man kann als Volontär mindestens 2 Monate nach Ghana fliegen, um dort mit Kindern lernen, Hausaufgabenbetreuung machen, mit den Kindern basteln, denen zeigen, wie man Ordnung hält und ja. Viele Kinder sind weiße Kinder, also kennen ihre Eltern nicht und da ist ganz wichtig, dass man für die Kleinste einfach da ist, mit denen mal kuschelt oder sich mit denen einfach unterhält und spielt, weil die das meistens gar nicht kennen. Und also ich war jetzt schon das 2. Mal dort in Ghana, zwar nie so lang, wie die Volontäre normalerweise gehen. Es hat mich immer sehr berührt und trotzdem, dass ich Ghana eigentlich durch meine Mutter sehr gut kenne, von Bildern und Erzählungen, habe ich trotzdem immer meine eigenen Eindrücke und Erfahrungen gesammelt und dass ich eigentlich jedem wünsche wird, mal das selbst auszuprobieren, selbst mal nach Ghana zu gehen und die Eindrücke zu sammeln, weil jeder erlebt es eigentlich immer anders und lernt selbst was daraus. Wer sich für unsere Projekte in Ghana interessiert, kann gerne auch im Internet schauen unter www.wirbelwind-rähnchen.de. Da sieht man, was wir in den Jahren gemacht haben. Man sieht, wo man hinspenden darf. Und auch für Volontäre, also sprich Abiturienten, die vielleicht hinterher freiwillige Zeit im Entwicklungsland verbringen möchten, können sich dort Infos holen. Wir freuen uns über jeden, der reinschaut. Danke! Hallo liebe Mitschüler! Heute möchten wir beide uns gerne mal vorstellen. Ich bin die Lisa. Ich bin der Jakob. Und wir beide sind zusammen das Schülersprecherteam hier im CSB. Genau. Zuerst mal wollen wir euch etwas sagen über die generelle SMV-Arbeit. Da haben wir uns jetzt an den SMV-Tagen, die ganz kurz zurückliegen, ein Motto zurechtgelegt und überlegt. Und das lautet, das Hauptziel der SMV sollte es sein, dass wir für die Schüler und ihre Interessen da sind. Die Vorschläge bzw. Entscheidungen der Schulleitung kritisch hinterfragen und die Wünsche der Schüler mit einbeziehen. Genau, das fasst nämlich ziemlich gut zusammen. Das sind unsere Aufgaben, die wir gerne und flissentlich auch durchführen und ausführen. Ja. Genau, und dieses Motto wird uns auch leiten in unseren Projekten, die wir dieses Jahr vorhaben. Zum einen wollen wir das Schulschaltprojekt weiterführen, das wir letztes Jahr begonnen haben. Dann wird es wie jedes Jahr wieder die Lara-Tafel-Aktion geben, bei der bedürftige Schüler unterstützt werden. Auch Santa Claus wird es wie jedes Jahr wieder geben. Neu haben wir uns gedacht, dass wir einen 12-Stunden-Musikmarathon vorhaben, wo eben 12 Stunden am Stück Musik gespielt wird und da Spenden gesammelt werden, die für unsere Partnerschule in Ghana dann gespendet werden. Dann wird es für die Unterstufe wieder eine Fasnachtsfeier geben. Und zusätzlich haben wir auch als neues Projekt noch Model United Nations geplant. Dabei wird eine UNO-Sitzung nachgestellt und das wird ab Klasse 9, ja, werden die Schüler da teilnehmen dürfen. Ja, und genau, Näheres wird auch jeweils, bevor das Projekt dann startet, nochmal bekannt gegeben. Und bei Fragen und Anregungen, Wünschen zum Mitmachen oder was auch immer, stehen wir natürlich immer gerne bereit, eure Fragen und Anregungen anzunehmen und so gut es uns möglich ist, diese auch durchzusetzen. Und das gilt natürlich nicht nur für diese Veranstaltung, sondern auch im Generellen, wenn euch irgendwas in der Schule auffällt, ihr gerne Veränderungen hättet, Anregungen, was auch immer, kommt zu uns. Wir haben da immer ein offenes Ohr und würden uns über alles freuen, was von euch kommt. Genau, und da könnt ihr euch gerne an uns persönlich wenden, über die Verbindungslehrer oder auch über den SMV-Kasten, der neben SMV-Brett hängt. Der könnte natürlich auch gern öfter genutzt werden. Wäre cool. Ja, und ich denke, wir haben jetzt auch alles Wichtige gesagt und verabschieden uns. Tschüss.